Videokonferenzen werden seit Beginn der Coronavirus-Pandemie immer mehr genutzt. Jetzt bringt diese Internettechnologie Schauspielstudenten zusammen, die Tausende von Kilometern voneinander entfernt sind. Seit 2015 experimentieren die Coventry University in England und die Tampere University in Finnland mit immersiver Telepräsenztechnologie. Es ist nicht wie ein Bühnenschauspiel. Es ist aber auch keine Arbeit mit der Kamera wie für Film und Fernsehen. Es ist ein seltsamer Mittelweg mit einer ganz anderen Perspektive. Die Verzögerung ist sicherlich vorhanden. Man kann es fühlen, besonders wenn die Sätze schnell hin und her gehen müssen. Erst zuhören wie bei normaler Rede, das geht nicht. Wenn der andere mittendrin in seinem Satz ist, musst du mit deinem Text schon anfangen. Aufgrund der sozialen Distanz, die die Häuser respektieren müssen, und der Schließung vieler Bühnen, versuchen Theater auf der ganzen Welt mit Nachdruck, Lösungen zu finden, um durch die Corona-Krise zu kommen. Es ist eine großartige Möglichkeit, international zu arbeiten. Es ist eine großartige Möglichkeit, Menschen einander näher zu bringen. Es ist billiger, umweltfreundlicher, als wenn sie um die Welt fliegen würden. Die immersive Telepräsenztechnologie ist zwar noch im Anfangsstadium, aber sie ist ein Weg zu einem neuen, sicheren, virusgeschützten Theatererlebnis.